So, wir sind auf der Map. Die Harris aus gegen North Country Ukraine. Also sie haben nur Angel, der aus der Ukraine ist, aber wer weiß. Momentan die Harris ist noch auf dem 12. Platz, aber durch den Sieg, den sie gerade einfahren konnten, werden sie da schon mal ein bisschen aus der Abstiegszone rauskommen, etwas Luft verschaffen. Und North, die wollen natürlich oben drin bleiben. Sie wollen auf das Heimatfinale Richtung Odense, genauso wie Astralis später. Also, auf geht's. Cobblestone, der Map-Pick von North, werden sie hier zurückschlagen können gegen das internationale Lineup von den Hellraisers. Da haben wir das Overlay, wird langsam eingeblendet. 2, 1, auf! Wir sind in der Map. Die Hellraisers spielen gegen North. North startet auf der CT-Seite, während die Hellraisers sich erstmal bei den Terroristen austoben können. Smoke geht schon schnell Richtung B-Spot. Es ist wie auf Oberpass. Sie sind schnell Richtung B-Spot gespielt, ein paar Smokes rausgeworfen. Ähnlicher Go, während Deadfox mit der Walde rausnimmt. Dann sind es AZ und MSL. AZ wird jetzt refragt, aber dann ist noch Deadfox. Der hat die Glock und steht schon Richtung Speedway. Schöner Flick nochmal zurück. Aber die HP ist nicht mehr da bei Deadfox. Das sah nochmal gefährlich aus, vor allem weil MSL und Cajun B selber nicht mehr allzu gesund und unterwegs waren. Aber North recovered, holt die erste Pistol Round. Flash geht raus. Wir haben 2 UMPs und 3 Rifles bei North. Hellraisers haben hier voll eingekauft. Kevlar Helm und ein paar Pistols. Bleiben erstmal defensiv. Einer steht nur am A-Spot, der zweite kommt jetzt rum, das ist AZ Config. Kriegt den ersten. Issa mit dem Refrag, hat auch keine HP verloren. AZ zieht rum, aber Angel, das ist natürlich die One-Hit-Kill-Range für die P250. Voxic mit dem nächsten an der Tür. Sie sind aber noch nicht bis zum Spot durchgekommen. Deadfox, oh, der piekt schön rein. Walde hat das aber gehört. Refired den Winkel, dann ist Deadfox aber mit dem Headshot da. Cajun hat auch schon einen kassiert und sie gewinnen den Bossfall. Schön von den Hellraisers gespielt. Einfach den A-Spot angespielt. Ohne irgendwelche Utility wirklich da durchgegangen. Einfach die Pistols auf die Close Range holen. Aber das hat ihnen North auch wirklich angeboten. Vor allem wie AZ. Ich glaub AZ war es, der Richtung Stelle gepiekt hat. Der rennt ihm da in die P250 One-Hit-Range. Und das nimmt er natürlich dankend an. Ich glaube Angel war es. Somit die Hellraisers jetzt wieder im Vorteil, nachdem North die Pistol geholt hatte. Hier UMPs, das könnte auch ganz gut funktionieren. Einfach aus dem Grund, weil Walde und MSL einen Helm dabei haben. Der Rest ist schon mit ausgestattet. Geht um, Config. Vielleicht kann er jetzt mal seine Deagle-Stärke zeigen. Kriegt aber schon ein paar Schüsse in die Beine. Muss sich dadurch zurückziehen. 68 hat er noch auf dem Balken. Die Hellraisers bauen ja mit 3 Leuten Richtung A auf. 2 gehen da jetzt durch. Die Bombe wird aber Richtung B rotieren. Das könnte der Fake werden. Deadfox bleibt da jetzt nochmal drinnen. Smoke geht raus. Molotov hinterher. Aber North hat das wieder nicht den Hellraisers abgekauft. B ist noch Walde da. Der schmeißt jetzt aber seine Granaten raus. Und der Draw Speed von der CZ ist natürlich ewig lang. Boxig auf die Close Range. Anstatt der UMP nimmt er da doch die Deagle. Ich glaube, weil die UMP leer war. Ja, da holt er auch wieder die Deagle raus. Das macht CSGO ja automatisch. Das ist schon mal ganz gut. Wenn die Hauptwaffe leer ist, switchen sie sofort automatisch zur Pistole, nachdem man eine Granate geworfen hat. Dann ist es nur noch AZ 1 gegen 3 und Deadfox mit dem Headshot. Der 3K von ihm.
damit North wieder im Hintertreffen. 2:1 für das internationale Line-Up. Schöner Flank hier von Dead Fox. Kommt von hinten rein. Holt die zwei, die den Drop erhalten wollten. Beziehungsweise von da den Retake aufziehen wollten. Aber es bleibt bei dem Wolten. Angel bearbeitet wieder. Die CT ist in der Mitte. Ich aber dann jetzt zurück will Richtung B. Sein Mates aufbauen. Voxic hat sogar nur eine Deagle. Config hat die Information am Asphalt. Keiner ist da irgendwie in der Nähe. Sehr viele Molotovs bzw. Granaten jetzt in dem Dropper ausgeworfen. Da muss aufpassen. Die Nate wird nicht reingehen, weil die Statue hat natürlich eine Hitbox. Kriegt nochmal einen Headshot mit. Das macht AZ. Config auch mit der USP erfolgreich. Er ist jetzt der letzte. Dead Fox will da einfach nur durchpicken. Oh, aber Config holt mit der USP trotz alledem nochmal einen. 2 Kills. Da sieht man, wie gefährlich der Mann sein kann. Schön aufgezogen von Angel. Über den Drop holt den dritten auch. Damit war der B-Spot so gut wie ihr's. Netter Weg, den Molotov da hochzuschmeißen von MSL. Hellraisers Voxic natürlich jetzt an der AWP. Hat er sehr gut mitperformt auf der letzten Map. Und North wird sich in dieses 2-3 Setup auf der CT-Seite einstellen. Beide Richtung lang. Der andere aimt Richtung Danger ab. Kann dann es ansagen, falls die Mitte gefallen ist. Müssten so langsam zurückfallen. Config stellt sich einfach hinter die Smoke. Das macht er gut, aber Dead Fox aimt es ab. Wer sieht den zuerst? Es ist Dead Fox. Der mit der AK Config rausnimmt. Damit schon mal einer der gefährlichen von North rausgenommen. Verbleiben noch 4. 4 gegen 5 für die CTs. Reaktion von den CTs. Sie stellen einen weiteren Richtung A-Spot ab. Das heißt, machen das 2-2 Setup. Dropper bleibt offen. Da fehlt natürlich einer im Gebälk, den sie auf jeden Fall dringend gebrauchen könnten gerade. Weil die Utility kommt Richtung B-Spot. Mehrere Molotovs im Dropper sind sie auch schon drin. Aber Dead Fox, der stirbt zur Granate. Der hatte da nicht mehr allzu viel AP. 41 waren es an der Zahl und es sind nur noch 13 Sekunden. Sie müssen jetzt den Spot holen. Sie dürfen aber keinen mehr verlieren. Ist da das Cajun B noch am Spot? Und der holt einfach die Bombe raus. Nein, jetzt kann er planten. Schnell. 4 Sekunden. Kriegt die nochmal runter. Aber schau dir die HP an. 19 und 12 bei Issa und Voxic. Die beiden aus dem Nahen Osten haben hier ihre Krankenkasse nicht bezahlt. Die HP ist nicht mehr da. Aber Voxic. Schöner Peak von ihm. Einfach ins M von AZ rein. Da ist er wieder. Also. Hellraisers. Das war halt wirklich nochmal knapp, wenn Issa da gefallen wäre. Wenn Voxic da gefallen wäre, pardon. Mit der AWP und der Bombe auf dem Rücken. Dann wäre das zu spät gewesen. Weil es dauert ein bisschen, bis die Bombe aufgehoben ist, dann die rauszuholen und planten. Da hätte schon zu viel, wäre schon zu viel Zeit in die Binsen gegangen. Issa versucht es mit dem Aiming an der Smoke vorbei. Aber Walde guckt rüber. Wieder viele Molotovs. Oh, Config kommt jetzt einfach raus. One-Shot gegen Zero, aber hat den zweiten nicht auf dem Schirm. Voxic verrät sich. Aber Issa kommt zum Support. Den haben sie jetzt neutralisiert. Wieder egalisiert. Der eine Frag von Config. Der wurde gerecht.
Und da geht's. Diesmal nicht B, trotz dass Angel nochmal Walde rausnehmen kann. AC bleibt am A-Spot stehen. Er ist der Einzige, der das verteidigt. Oh, das Timing. Da stehen sie schon draußen. Genau wo er nach lang guckt, stehen sie schon draußen in der Mitte. Dann sind es nur noch MSL und Cajun. Versuchen das zu retaken, aber es ist nicht mehr zu retaken. Außer Cajun haut jetzt ein 1 gegen 4 raus mit der Deagle. Meine Güte, die Hellraisers sehen aber on point aus heute. Dead Fox schon bei 9. Zero ist noch gar nicht im Spiel, hat 1 zu 4. Trotzdem führen die Hellraisers mit 5 zu 1. North wieder resettet, können nächste Runde nicht kaufen und Angel hat schon 11.300. Oh, Walde, da wurde vom Observer angezeigt, Walde ist auf dem Weg zum Secret Agent. Spezialagent Walde. Geht einfach vor. Walde hat jetzt seinen Frag gemacht. Den zweiten hinterher. Das hat er sehr schön von Titanic ausgespielt. Aber da sind schon zwei über ihm, die lechzen danach, den Spot einzunehmen. Issa fällt auch noch. Walde mit dem dritten. Kann er Voxic hier mitnehmen? Die ABP fällt. Es ist nur noch Dead Fox und Walde. Wir haben ihn angesprochen. Beinahe der Secret Agent. Und jetzt holt er vier Leute. Damit hat er sich auf dem Scoreboard nach oben katapultiert. Aber die Hellraisers, die können die nächsten zwei Runden auf jeden Fall noch kaufen. Die CTs. Nächste Runde wird es aber trotz alledem schwierig. Wenn sie die Runde verlieren, ist es 1400. Das sie auf dem Schirm haben. Config. Der spielt die Doppel-AWP direkt außen mit nur. Mit Cajun B, pardon. Aber Zero sieht da, glaube ich, einfach nur das Gunbarrel und sprayt ihn dann durch die Tür weg. Hat er sehr schön reaimed. Alte Informationen an B geholt. Zieht sich zurück auf den Spot. Können damit vielleicht den Dropper etwas verstärken. Aber MSL, boah, der tauscht die Waffen. Holt die AK raus. Beziehungsweise wollte, glaube ich, die AWP mitnehmen. Aber wird dabei auch noch auf 17 runtergeschossen. Die Hellraisers, die haben sich einfach zurückgelehnt. Sagen, okay, North, macht mal, zeigt uns, was ihr könnt. Wollen was sehen. Flash wird jetzt rauskommen. Cajun dodge die. Kann aber den Schuss nicht ansetzen. Dadurch. Der Rückzug auf den Spot. Molotovs von den Ts gehen raus. Flash kommt zurück. Nochmal eine Smoke. 30 Sekunden sind es noch. Sie könnten die theoretisch abwarten, aber bis dahin sind vielleicht schon mehr CTs als sonst. Spot, sie faken das jetzt doppelt aus. Zero wollte Richtung A-Spot reinlaufen. Schafft er nicht. Nochmal eine Flash zurück. 20 Sekunden. Cajun muss hier mindestens einen machen. Walde ist auch da. AZ da zugleich. Hat den Mann im Dropper geholt. Voxic fällt. Es ist die nächste Runde für North. Die stabilisieren sich. Die Runde haben sie gebraucht. Walde wieder mit einem 3K ist jetzt bei einer positiven KD angelangt. Es ist wohl die letzte Gunrun für die Hellraisers, wenn auch diese verloren geht. Bevor die nächste Echo reinkommen muss. Bei den CTs hat man drei Leute durchgebracht. Ist doch schon mal etwas. Smoke kommt von den CTs nochmal raus. Issa mit dem ersten AZ, aber mit drei Leuten. Drei Leute fallen da, bevor AZ getradet wird. Dadurch 2 gegen 4 und das sieht ganz bitter aus für die Hellraisers. Angel peekt nochmal rein, hat jetzt aber die AWP, die er challengen muss. Das ist Cajun. Flash geht rum, aber die zweite, die Support Flash für die CTs. Cajun. Das war zu aggressiv gespielt. Walde kriegt beinahe noch
den Headshot mit. Das wäre auch zu viel des Guten gewesen von dem Ukrainer. Rumvoxig. Also sie spielen es gerade gut. Sie isolieren die Cetis hinter die Statue. Voxig mit dem nächsten. Kann er den zweiten noch holen? Nein, Falde. Mit dem Reflect Angel. Muss jetzt aufpassen. LVP. Vielleicht kommt er nochmal raus, aber Falde beendet sein Leben. Aber AZ, dieser 3K in der Mitte, das war einfach sehr stark gespielt von ihm. Keine Blöße gegeben. Die Hellraisers im Forceball. Vier Leute Richtung B, es wird wahrscheinlich der B-Rush. Einfach B-Spot einnehmen. Da kommt aber der Molotov zurück von den von North. Die Hellraisers erstmal gestoppt worden. Cajun muss jetzt an der Seite raus. Die Flashes gehen rum. Walde fällt. Cajun muss sich das aussuchen, aber er trifft nicht. MSL fällt auch. Der letzte ist jetzt im Chicken. Wird aber schon supported von der Tür. Das ist AZ. Sehr schön. Der pusht einfach raus Richtung Stein. Da lag eine Smoke vor. Aber die wird ihn nicht interessieren. Er geht einfach durch. Dann ist es Config mit der zweiten AWP, der die Tür für sich beansprucht. Und genauso den letzten Kill. Der kriegt da relativ wenig Action gerade am A-Spot. Deswegen hat er sich gesagt, okay, wenn alles Richtung B geht, komme ich vielleicht auch mal vorbei. Aber eigentlich sehr gut gedacht von den Hellraisers. Issa mit der CZ. Dann nochmal zwei Leute rum. Damit die Hellraisers wieder auf einer Gunround. Aber wenig Utility. Angel auch nur an der CZ. Während Voxic die Glaskanone bedient. Mal sehen, ob er genug Schießpulver eingepackt hat. Oder ob sie ihm in den Händen hochgeht. Weil es ist ja sehr hohes Risiko, so eine AWP zu kaufen, ohne Kevlar. Sobald man einen Schuss von der M4 oder irgendwas mitkriegt, ist es eigentlich Geschichte. Angel, wurde das gehört? Ich habe jetzt keinen Sound vom Drop gerade gehört. Aber Config wird reingeflasht. Angel zieht einfach rum. Holt die AWP mit. Will sich jetzt die AWP picken auch. Während AZ am A-Spot durch die Tür einiges mitbekommen hat. Es wird wohl auch der A-Spot angespielt. Walde zum Support da. Deadfox wird da erstmal nicht reinpicken. Zero beinahe mit der Granate da in der Hand abgefangen worden. Aber Walde fällt, während AZ mit 6 HP alleine den A-Spot halten muss. Und da fällt gleich auch nochmal Angel mit rein. Hat die CZ, geht jetzt vielleicht hinten rum. Ja, das Scope wurde jetzt gehört von Cajun. Und der B-Spot ist komplett offen. Der Fake wurde sehr gut verkauft von den Hellraisers. Es sind nur noch 15 Sekunden. Aber Cajun, wenn er den Bombenplanter rausnehmen kann. Die Bombe ist nicht gedroppt, aber... Gut, gut, ich wollte gerade sagen, aber die Zeit ist so gut wie weg. MSL mit dem dritten. MSL kommt nochmal auf den Spot zurück mit der AWP. Will er jetzt vorpushen? Es ist Deadfox. 1 gegen 2. Holt den ersten. AZ mit 1 HP. 19 Damage. Wer holt sich das 1 gegen 1 hier? Und es ist Deadfox. Deadfox mit dem 1 gegen 2. Meine Herren, wurde das wieder knapp, weil die Zeit so runtergeritten wurde von den Hellraisers. Aber was ist das von MSL? Der kann einfach Richtung Dropper kommen und 3 Leute mitnehmen. Also, ich kann den Cleanfeed leider nicht mehr lauter stellen. Genauso wenig wie den... Kann vielleicht versuchen, mein Headset etwas lauter zu machen, aber bin mir nicht sicher, ob das was hilft. Sonst fliegen mir nachher die Ohren weg oder so. Vielleicht können wir da bis morgen noch was dran tweaken. Pardon dafür. Und wieder mit diesem 3-2 Setup. Mitte kommt die Flash durch. Das ist AZ. Vielleicht macht er wieder diesen 3K. Sie stehen hintereinander, aber Deadfox.
Einfach mit dem Headshot drinnen. Config kriegt jetzt da sehr viel Besuch. Die Party kommt rum. Sind schon fast beim APC. Der ist jetzt gespottet. Aber Config, ist der da gesehen worden? Oh, Angel, der macht den White Peak und das trifft Config nicht. MSL mit der UMP dran, aber Zero mit der Galil stärker. Da wurde der Schatten in der Smoke gesehen und er hat 35 Schuss anstatt 30 mit der Galil natürlich. Dadurch kann man ein bisschen besser sprayen. Und Cajun, der gefällt mir gar nicht mit der AWP gerade. Der verfehlt zu viele Shots. Genauso wie die Doppel-AWP auf Config. Somit der Reset bei North. Alle nur noch auf um die 2000 Hellraisers. Ist drauf und dran, die Hälfte wieder zu gewinnen. Ähnlich wie auf der ersten Map. Nur dass North schon eine Runde mehr auf dem Scoreboard stehen hat. So. Wie spielt das? Balde, der Einzige, der eine Upgraded Pistol hat. Das wurde jetzt gehört. Auf jeden Fall. Angel aimt das schon ab. Die fahren es trotzdem. Walde kommt nochmal rum. Oh, er trifft sogar den Headshot. Geht einfach raus. Jetzt kommen aber zwei, die ihn da... Ja, das Begrüßungskomitee. Dachte ich dann, Walde. Deine Zeit ist vorbei hier bei uns im T-Connector. Hellraisers macht das sehr gut in der Anti-Eco. Gehen nicht auf die Close Range. Warten irgendwelche Reaktionen von North ab, dass gepusht wird. Das ist wirklich ganz kontrolliert. Issa liegt nochmal in die Ecke. Ist der Erste, der vorgeht. USP ist da. Oh, Issa wird von AZ mit der USP nochmal geholt. Auf die Range und dann kommt Cajun raus. Und die werden beide geholt. Deadfox wieder 1 gegen 2. Und das gegen USPs. Jetzt hat aber Cajun eine AK aufgehoben. Flash geht auch nochmal hin. Die dodgt er. Flash geht von ihm selber rüber. Dann droppt er runter und sie holen es. Die Full Eco von North. Was war das denn? Die haben zu lange auf dem Plateau verbracht. Titanic. In der Anti-Eco verlieren sie es. Da, dieser Peak von AZ. Das war ganz wichtig. Dann kommt Cajun runter. Oh, AZ mit dem zweiten... Also mit USPs. Die P250 von Walde wurde ja sehr früh rausgenommen. Was war das? Also der Move war sehr schön von Cajun. Dass er da oben abwartet, dass die Flash von Deadfox rausgeht. Wir haben eine kleine Pause. Taktische von den Hellraisers. Wirklich schöne Runde von North. Und die Freestyle ist schon wieder vorbei. Geht sofort weiter. Wir die wunderschöne CSGO-Musik genießen dürfen. Sofort wieder volle Waffengewalt bei North natürlich. Nach einer Full Eco, wenn man die gewinnt. Ist das Bankkonto prall gefüllt. Das geht rum. Langsam, aber sicher arbeiten sie sich vor im Dropper. Hält das sehr defensiv, bleibt einfach Richtung Window stehen. Der Rest verteilt sich auf die Spots. 2A, 2B. Und bei den Ts sieht es danach aus, als wenn drei Leute den Dropper anspielen und den A-Split machen wollen. MSL, erster. Issa kann refragen. Deadfox, das ist zu lange. AZ mit den nächsten zwei kann den dritten holen. Und dann ist Config zum Supporten da. 7 zu 7. Es ist nochmal ein bisschen Geld da, um zu kaufen in der letzten Runde. Es wird vielleicht eine UMP werden für einen von denen. Können die Hölle nochmal heiß stellen hier in der letzten Runde.
Hälfte. Es kommen noch ein paar. Bis zu 15. Machen wir hinten dran. Walde. Aggressiven Peak Richtung Lang. Issa steht da einfach Anti-Flash. Ich, mit Boxig rein Peak. Wieder dieser Dropper-Go von den Hellraisers. Drei Leute sind da abgestellt. MSL kann den ersten holen. Zero mit dem Refake. Cajun muss sich jetzt repositionieren. Geht drauf. Angel aber da. Genauso wie Walde. Und den ersten. Dann sind, ist der Rest aber zur Stelle. Genau. Config. Der letzte. Mit einer AWP im Retake. Nicht die Waffe, die man gerne haben möchte in so einer Situation. Verfehlt auch den Flick. Dadurch Hellraisers hier nochmal erfolgreich. Gewinnt die Hälfte auf T-Seite. 8 zu 7. Aber ich glaube, die starke Seite von North wird die T-Seite werden. Und da werden sie sich jetzt hinbewegen. Ein Start. Wir machen eine kleine Pause zur Hälfte. Und sind dann gleich wieder da mit eben der zweiten. Wir sind wieder da bei der zweiten Hälfte zwischen North und den Hellraisers. Die Hellraisers nochmal mit einem knappen Sieg der Hälfte, 8 zu 7, während die Dänen hier versuchen, wieder ranzukommen. Es sah deutlicher aus auf der ersten Map nach der T-Seite für die Hellraisers. Nämlich 11 zu 4 stand es da. Genauso wird es, es ist... Es sieht nicht ähnlich aus. Es waren sehr knappe Runden, muss man sagen. Wurde auch sehr viel hin und her getradet. Am Ende haben es die Hellraisers dann doch nochmal geschafft, für sich den Hälftensieg zu verzeichnen. Haben sehr viel mit Timings gearbeitet, mit Set-Goes, mit den Smokes auf den Spot und so weiter und so fort. Und die Hellraisers damit wirklich stark. Damit starten wir in die zweite Hälfte. Die Hellraisers weiterhin mit der Führung, während North hier versucht, die zweite Pistole auch für sich zu entscheiden. Hatten ja die erste schon gewonnen. Also geht es jetzt drauf. Haben erstmal den Go über Spot. Der Kistengang eingenommen von AZ und Konsorten. Config MSL da zum Support. Bei B
Haben die CT ist ein sehr defensives Setup, wird vielleicht auf Retake gespielt. Aber erstmal über lang. Bombe bisher nicht gesehen worden. Deswegen ist es wird wohl der Fake und es, jetzt spielen sie den B-Spot an. Sind schon drauf. Bombe kann geplantet werden und jetzt ist sie gesehen worden. Es geht zurück. Config wurde noch gefragt. 2 gegen 4 der Retake. Deadfox hat ein Kit und eine Smoke. Das sieht sehr gut dafür aus. Und Cajun, der letzte ist. Deadfox hatte sowieso nicht mehr allzu viel HP. Foxig hält ihn da jetzt im Schach. Und den ersten und den zweiten Cajun. Er holt den dritten! Cajun mit dem 4K. 1 gegen 4. Der rastet komplett aus in der Pistole und holt die zweite für North in diesem Spiel. Schau dir das an. Voxic hat ihn da komplett drinnen. Und dann kommt so ein Ding raus. Die Glock auf die Close Range. Da geben sie sich aber auch eins nach dem anderen ihm zum Opfer hin. So spielt man an 1 gegen 4 nicht aus. Meine Herren, da muss ich gerade erstmal runterkommen nach der Runde. Was hat Cajun denn dafür ein Ding rausgezogen? Absolut geistig. Damit kann North jetzt aufbauen. 3 UMPs, eine MP7 sogar. Und CZs. Auf allen Spielern und Deadfox, der sagt sich schon mal gut. Ah, Deadfox wollte gerade nachladen, dann kommt der Go aber rein. Kann er noch einen zweiten holen? Cajun, nein, dann ist die Munition einfach zu rar gesät. 12 sind es an der Zahl. Die waren schon raus. Aber North hat den Spot unter Kontrolle. Die letzten beiden, kein Kit vorhanden, werden vielleicht ihr Kevlar-Helm saven mit den CZs zusammen. Zero kriegt ein neues Loch in den Schädel. Toxic, jetzt der letzte. Kriegt vielleicht nochmal eine UMP. Aber nicht vor. Sollte vielleicht da oben lieber bleiben, weil da kann Agent ihn nicht erreichen. Ah, was ist MSL? Pardon. Da kommt er rein und er guckt in die falsche Richtung. Jetzt kommt er rum, aber dann ist von hinten MSL. Schießt ihm in den Rücken. Keine Waffe, kein Kevlar-Helm für Voxic. North übernimmt hiermit die Führung. Nach der Pistol ist es, ich meine, das erste Mal, dass North wieder in Führung geht. Nach der ersten Pistol natürlich. Damit jetzt Full Eco. Aber wir haben es ja bei North gesehen, die haben auch eine Full Eco in den Runden gewinnen. Ummünzen können. MAC-10, 2 MAC-10s und eine UMP an SMGs, die jetzt hier Geld mitnehmen können. So, holt MSL raus, das war die UMP. Aber dann ist Walde da. Zero mit einem Headshot nochmal, aber der kriegt dann selber auch einen. Ich glaube, da war kein Helm dabei bei MSL. Oder deswegen ist er dann direkt gefallen. Ist halt sicher, wenn man von hinten schießt, ne? Kann der Gegner nicht zurückschießen. Außer er hat einen 180, was weiß ich. Das, die Waffe schießt immer nach vorne. Oder in die Richtung, die man hält.
Genauso wie die Hellraisers jetzt den Spot halten müssen bei B. Da kommt nämlich schon einiges an Utility raus. Oh, die Flash war 1A, aber da kann keiner rumziehen. Die wollen einfach nur Zeit rausholen, bis der Rest des Teams da ist. Und der ist jetzt angekommen. Vier Leute, ich korrigiere drei, weil Deadfox jetzt gefallen ist. Bombe wird erstmal geplantet, pardon. Angel MSL, oh, der geht einfach vor. Zwei Leute raus, Boxic und Zero, werden vielleicht eher den Safe angehen. Vielleicht, wenn Boxic noch einen mitkriegt. Ja, jetzt hat er gescoped. Er ist schon raus. Drop ist da drinnen. Boxic kann das nicht machen. MSL mit dem 4K. Wollen sie eine AWP haben? Ja, wollen sie. Aber dass sie da einfach so durch die Smoke gehen kann und zack, drei Leute, zwei Leute. Der gefällt mir sehr gut seit dem Roster-Change. Also der hat wirklich aufgedreht. Vor allem auch bei der DreamHack Malmö. Haben wir ihn selten so gut spielen sehen wie in letzter Zeit. Der Ingame-Leader von dem nördlichen Lineup. Oh Gott, der war schlecht. Da muss ich mich selber gerade mal ohrfeigen. Nein. North. Config. Mal sehen, ob er hier doch nochmal ins Game kommt. Wird der Setgo über Kistengang geben? Da kommen zwei, aber MSL. Der gibt gerade überhaupt keinen Zentimeter ab an die Hellraisers. Der schießt einfach Köpfe weg. Zwei an der Zahl waren es dieses Mal. Letzte Runde vier sogar. AZ geht auch voran. Es ist natürlich eine Echo von den Hellraisers, aber langsam müssen sie mal aufwachen. Aber ist er! Holt sich zwei, aber dann ist die Smoke auch draußen. Und mit der fällt er Cajun auf dem Spot nochmal mitgenommen. Deadfox jetzt an der AWP. Seiner eigentlich angestammten Waffe. Bevor er sie aber benutzen kann, fällt er schon um. Weil er ein paar Schüsse mitbekommen hat. North damit jetzt vier Runden in Front. Während die Hellraisers ihr ganzes Geld zusammenkratzen müssen. Um eine Byron zusammenzukriegen. Also Hellraisers, bisher keine CT-Runde geholt. Boxig dieses Mal mit dem Aiming auf die Mitte. Das Tempo wird angezogen von Nord. Tempowechsel, letzte Runde wieder etwas langsamer. Flashes gehen rüber, Boxig. Oh, der schießt da einmal in den APC rein. Jetzt hat er das Aiming drauf. Cajun geht ins AWP-Duell auf die Close Range. Wer ist da besser dabei? Aber Walde kommt schon von hinten. Nate geht rein, Plant wird jetzt passieren. Molotov hoch und beide müssen sich zurückziehen von den CTs. Vielleicht doch lieber der Safe. Vielleicht nächste Runde. Und die beiden werden sparen. Aber North rennt langsam mit der Führung weg. Hellraisers muss mehrere Runden aneinander rein, damit die Economy von North wieder in erschwingliche Höhen kommt. Sieht es hier Walde auf 7,5. AZ schon bei 9.100. Der muss aber nochmal runterkaufen, weil er gestorben ist. Da wird es so um die 5.000 am Ende bleiben. Bleibt dabei. Die Hellraisers ohne CT-Runde. Vielleicht können sie diesen Force bei fast einen Gewinn transformieren. Granate geht raus von Walde. Issa ist da nicht gespottet. Aber Walde, was für ein Flick von ihm! Gibt dann sogar nochmal AZ im Affekt ein Knife in den Rücken. Das Schulterblatt hat jetzt eine Läsion mitbekommen. Smoke geht raus Richtung Fenster.
Splashes gehen runter. Die wollen das Tempo jetzt anziehen Richtung B. Da steht nur einer und das ist Deadbox. Der hat die letzte M4, die noch auf, bei den Harrisers verbleibt. Drei Leute bei A. Und der Drop ist schon gesichert. Wir brauchen jetzt irgendeinen Geniestreich von den Hellraisers, damit sie nochmal ins Game zurückkommen. Angel im Dropper. Also auch wenn das Team gerade nicht performt. Angel ist da. Deadfox mit dem ersten kann den zweiten nicht mitnehmen. Dadurch nur noch Voxic und Zero. Nur Zero hat hier Kevlar Helm. Beide kommen von hinten aus Dragonlore raus. Gerade erst kommen sie an. Da hat Config schon das Aiming drauf. Flash. Das war die letzte, die sie hatten. Zero mit dem ersten. Dann ist AZ da. Und die Echo von den Hellraisers mit den zwei verstärkenden M4s bleibt ohne Erfolg. Aber was für ein Ding hier von Walde. Und dann zack, gibt's nochmal den Knife mit. In Slow-Mo. Ah, nur ein Glücksknife, ja genau. Jedes Mal wird da das Ding zerschossen. Vielleicht ist es damit, dass man die Steps nicht so früh hört, weil das Glas ist halt sehr laut. Also man täte sich da vielleicht schwer, das zu hören, dass da Leute rauspushen, aber MSL... Der pusht einfach durch Smokes. Alles. Egal was. Der hat gerade Bock. Der geht vor. Der holt für sein Team hier die Info. Beziehungsweise auch die Frags ran. Ganz stark von ihm. Die Performance gefällt mir sehr gut. Auch wenn sie wieder... Ja, auch wenn sie die erste Map verloren haben. Aber es war ja, wie gesagt, der Pick von den Hellraisers. Boxig. Und dann steht MSL unten drin. Das ist halt auch unglücklich vom von Timing und allgemein für die Hellraisers. Und es sieht nach der 15. Runde für North aus. Cajun wirft die Bombe hoch. Muss dann aber selber doch nochmal auf den Spot gehen. AZ zieht rum, holt den ersten. Zweite bleibt erstmal unbehelligt. Er steht raus. Und dann ist es Walde. 15 zu 8 und Geld sieht schlecht aus bei den Hellraisers. Gibt's eine Knochenregel? Oder wird North das mit 16 zu 8 beenden? Ähnliche Scoreline wie auf der ersten Map, nur natürlich invers. Drei Farmers, damit ein bisschen Utility mit reinkommt. Eine M4 und eine UMP. Das ist alles, womit Hellraisers hier arbeiten kann. Jetzt wieder mit dieser Flash Richtung Danger. Aber das ist wieder. Geht in die Mitte. Sie verteidigen zu zweit den A-Spot. Der Dropper ist schon gefallen. Das heißt, da müssen sie ein extra Augenmerk drauf haben. Es wird jetzt verschoben. Nette Nate, netter Molotov. Verzögert das alles nochmal, was North hier aufgesetzt hatte. Issa ist jetzt gespottet Richtung Turm nach vorne. Issa macht ihn aber noch. Aus dieser schwierigen Position. Aber Issa! Der fängt da ganz stark an, mit der UMP was rauszuholen. Und jetzt ist es nur noch Cajun. Die Knochenregel wird wohl Bestand haben. Außer Cajun holt jetzt hier wie zuvor so ein 1 gegen 4 raus, aber Deadfox belässt es dabei. Damit die Hellraisers mit ihrer ersten CT-Runde. Davor ging ja, wenig bis gar nichts rein. Nur auf T-Seite alles bisher geholt. Oh, da ist eine M4 jetzt in die Binsen gegangen. Da wurde nochmal eine M4 gekauft. Und das ist natürlich ganz tödlich für das Geld.
Aber sie können jetzt auch nicht mehr sparen, weil es ist nur noch eine Runde, dann hat North hier den Sieg für sich beansprucht. Granate geht und will da jegliche Boosts oder Pushes der CTs aufhalten. Etwas näher am Drop stehen. Cajun geht aggressiv mit der AWP. Da werden die Füße ein bisschen angesenkt. Angel nach hinten, aber der Drop und der Connector sind beide schon gefallen. Es sieht sehr gut aus für North gerade, während Zero maximal einmachen kann. Jetzt aber Voxic, der will mit der AWP einfach durch die Smoke. Aber da achten sie sehr schön bei North drauf. Und es ist nur noch Dead Fox. Er muss dieses 1 gegen 4 bestreiten. Er muss es gewinnen. Und es ist die exakt selbe Scoreline wie auf der ersten Map. Nur für North dieses Mal. Nicht für die... nicht für die Hellraisers. Also. Sehr starke T-Seite.